Hallo und wieder herzlich willkommen zu Let's Play Flight Simulator X. Wir machen jetzt die Flugstunde 2, und zwar Grundlagen des Fliegens und ja, gleich mal zur Einweisung. Brauchen wir da irgendwas? Nee. Gut. So. In dieser kurzen Flugstunde üben Sie das Steuern eines Ultraleichtflugzeugs entlang eines markierten Kurses. Wie in der ersten Flugstunde sind die Anweisungen allgemein gehalten, so dass Sie einen Joystick, einen Universalcontroller, die Maus oder die Tastatur verwenden können. Ausführliche Informationen zur Verwendung der verschiedenen Eingabegeräte finden Sie in der Schnellübersicht und in der Bodeneinweisung für diesen Einsatz. Direkt vor Ihnen befindet sich eine Reihe von großen quadratischen Toren, durch die Sie hindurchfliegen müssen. Um zum ersten Tor zu gelangen, müssen Sie lediglich an Höhe gewinnen. Ziehen Sie den Steuerknüppel vorsichtig nach hinten, um die Nase des Ultraleichtflugzeugs anzuheben. Erhöhen Sie die Leistung, um das Flugzeug während des Steigflugs zu beschleunigen. Schieben Sie den Leistungshebel nach vorn oder drücken Sie F3. Aktive Tore, durch die Sie hindurchfliegen müssen, werden grün angezeigt. Nicht aktive Tore oder Tore, durch die Sie bereits hindurchgeflogen sind, werden rot angezeigt. Das nächste Tor wird erst markiert, wenn Sie das aktuelle Tor passiert haben. Wenn ein Tor außer Sicht gerät, sehen Sie sich einfach um. Bewegen Sie den Kopfschalter nach oben auf dem Joystick. Alternativ können Sie die Leertaste gedrückt halten und die Maus bewegen. Sie sind erfolgreich durch Tor 1 geflogen. Fliegen Sie nun durch Tor 2. Beachten Sie, dass Sie alle bisherigen Anweisungen auf dem Kniebrett verfolgen können. Drücken Sie hierzu Umschalt plus F10 und wählen Sie die Seite Meldungen aus. Ein weiterer Tipp: Drücken Sie P, um den Einsatz anzuhalten. Drücken Sie P erneut, wenn Sie den Einsatz fortsetzen möchten. Gehen Sie in den Sinkflug, um zu Tor 3 zu gelangen. Schieben Sie den Steuerknüppel ein wenig nach vorn, um die Nase vorsichtig zu senken. Verlangsamen Sie das Flugzeug während des Sinkflugs, indem Sie die Leistung verringern. Ziehen Sie den Leistungshebel nach hinten oder drücken Sie F2. Das war ein sauberer Sinkflug zu Tor 3. Gehen Sie jetzt in den Horizontalflug. Ziehen Sie den Steuerknüppel leicht nach hinten. Beachten Sie, dass sich die Geschwindigkeit des Ultraleichtflugzeugs beim Übergang in den Horizontalflug verringert. Passen Sie die Geschwindigkeit mit Hilfe des Leistungshebels an. Als nächstes ist Tor 4 an der Reihe. Fliegen Sie in Richtung des Tores, indem Sie den Steuerknüppel nach links bewegen, um die Flügel in diese Richtung zu reihen. Bringen Sie den Steuerknüppel anschließend in die mittlere Position zurück. Beenden Sie das Wendemanöver, indem Sie den Steuerknüppel nach rechts bewegen und die Flügel so zurück in die Horizontallage bringen. Sie haben Tor 4 gemeistert. Fliegen Sie jetzt eine Kurve zum Tor 5. Herzlichen Glückwunsch! Ihr erster Flug war ein voller Erfolg. Sie können die Flugstunde nun beenden oder den Flug fortsetzen. Drücken Sie Escape, wenn Sie den Einsatz beenden möchten. Die übrigen Tore sind als Übung gedacht und nicht mehr Teil des Einsatzes. Sie können versuchen, durch diese Tore in beliebiger Reihenfolge hindurchzufliegen. Während des Flugs sollten Sie Folgendes beachten. Im Allgemeinen wird die Höhe gehalten, während die Nase in Richtung des Horizonts zeigt. Wenn die Nase nach oben zeigt, steigt das Flugzeug. Wenn die Nase nach unten zeigt, verliert das Flugzeug an Höhe. Es sind noch 7 Bonustore übrig. Eines davon befindet sich auf einem Schiff.
Folge aus. Die sichere Höchstgeschwindigkeit beträgt für dieses Ultraleichtflugzeug 70 Meilen pro Stunde. Wenn Sie diese Geschwindigkeit überschreiten, wird das Flugzeug unter Umständen beschädigt. Sie fliegen zu nahe am Boden. Ziehen Sie den Steuerknüppel nach hinten, um die Nase des Ultraleichtflugzeugs anzuheben. Sie werden zu langsam. Beschleunigen Sie das Flugzeug, indem Sie die Leistung erhöhen. Sie können auch die Nase senken, indem Sie... So, Platsch. Jetzt hat er es gemerkt. Gut. Damit beende ich auch für heute mal diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Ja, gut. Das war's. Tschüss.